Herzlich willkommen in unserer europäischen Kultur und zu unseren europäischen Kulturtagen. Wie Sie sehen, ist es wahnsinnig voll geworden. Damit haben wir ehrlich gesagt nicht gerechnet. Diese Veranstaltung findet auf Griechisch und Deutsch statt. Und darum haben wir auch zwei simultanen Übersetzer. Und die meisten von Ihnen, also 120 Gäste von Ihnen, haben ein Übersetzungsgerät. Die anderen leider nicht. Das ist jetzt ein Problem und so schnell können wir keine Lösung finden. Also, wenn Sie einverstanden sind und dann nur die Hälfte mitbekommen, jeweils, dann können Sie natürlich gerne bleiben. Aber tut mir wirklich leid, aber wir sind überwältigt von diesem Zuspruch. Gut. Heute findet eine sehr, sehr interessante Diskussion statt und das ist eine Fortführung des Films vom vergangenen Dienstag, Küsse an die Kinder. Hier haben wir die Lebensgeschichten von Holocaust-Überlebenden in Griechenland gehört, die als Kinder dort waren und sehr viel miterlebt hat. Das war sehr, sehr beeindruckend. Und heute findet eine Diskussion über diese ganze Debatte statt, die von Hilde Schramm, Respekt für Griechenland, der Verein, moderiert wird. Hilde Schramm und der Verein Respekt für Griechenland ist Mitorganisator dieser Kulturtage. Und ich möchte auch sehr herzlich die Referenten begrüßen. Maria Kavala aus Thessaloniki, Tobias Blümel aus Berlin und Leon Saltiel ebenfalls aus Thessaloniki. Dann möchte ich auch die simultanen Übersetzer begrüßen, Maria Stavraka und Kostas Tsanaka. Ich will jetzt nicht viel Aufhebens machen, wir haben noch zwei kleine Begrüßungen. Ich freue mich auf eine sehr, sehr spannende Diskussion und ich glaube, das ist auch in Ihrem Sinne. Vielen Dank. Kalispera sas. Seien Sie herzlich gegrüßt, auch von meiner Seite. Ich bin Olga Drossou, die Leiterin der Heinrich-Böll-Stiftung Griechenlands. Und ich heiße Sie sehr herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung. Thessalonika, das untergegangene Jerusalem des Balkans. Wir, die Heinrich-Böll-Stiftung, hat in Griechenland auch ihr Büro in Thessaloniki, in der Stadt, deren Facetten wir in dieser Veranstaltungsreihe kennenlernen, seit so gut 6 Jahren eröffnet. Und Thessaloniki ist auch meine Geburtsstadt und mit Berlin zusammen auch meine Heimat. Die Europäischen Kulturtage Thessaloniki, die das Museum Europäischer Kulturen dieses Jahr durchführt, wollen verschiedene Facetten der Stadt Thessaloniki bieten, also verschiedene Gesichter der Stadt zeigen. Zu diesen Gesichtern gehört das Offensichtliche, die moderne Hafenstadt als Tor zum Balkan und die vielen Zeugnisse einer Geschichte von über 2.500 Jahren, die jeden Tag von den Touristenbussen angefahren werden. Es gibt aber auch in Thessaloniki das weniger Offensichtliche, das Verborgene und Vergessene, dessen Spuren und Zeugnisse erst dem Vergessen und der Verdrängung entrissen werden müssen. Ich meine die Geschichte der Stadt als weltweit einziger jüdischer Großstadt vor der Gründung des Staates Israel. Davon gibt es nur ganz wenig Zeugnisse. Und bis vor 20 Jahren, als Thessaloniki sich als europäische Kulturhauptstadt präsentierte, gab es so gut wie kein öffentliches Erinnern an diese Geschichte. Es gibt mehrere Erzählungen der Geschichte der Stadt und ihrer Menschen. Eine Erzählung spricht vom Jerusalem des Balkans. Das ist das Gesicht, das wir heute hervortreten lassen wollen. Es ist das Gesicht der Stadt, für das sich eine deutsche politische Stiftung wie die Heinrich-Böll-Stiftung besonders interessiert,
ja, wie ich meine, interessieren und engagieren sollte. Denn fest steht, dass dieses ehemalige Zentrum blühenden jüdischen Lebens durch die deutsche Wehrmacht und die nationalsozialistische Vernichtungspolitik fast vollständig ausgelöscht wurden. Für mich persönlich ist es eine Frage der menschlichen Solidarität mit den wenigen griechischen Überlebenden des Holocaust, sie nicht mit ihrer Trauer allein zu lassen und das Schweigen so vieler Jahre zu durchbrechen. Für die Arbeit einer deutschen politischen Stiftung erwächst aus dieser historischen Schuld die besondere Verantwortung, sich vor Ort mit den Bürgerinnen und Bürgern und den Vertretern der Stadt für eine Gegenwart und eine Zukunft einzusetzen, in der Menschen verschiedener Kulturen friedlich und gleichberechtigt miteinander leben und arbeiten können, ohne nationalsozialistische Verblendung in einem gemeinsamen Europa. Ein gemeinsames Europa, das die Unterschiede der Nationen respektiert und das auch in ihrem Inneren die Pluralität der Kulturen und der Erinnerungen zulässt. Das ist die politische Lehre, die aus der Menschheitskatastrophe von zwei Weltkriegen und Holocaust gezogen wurden und jeden Tag erneut bekräftigt werden muss. Wie das konkret funktionieren soll, ist eine schwierige und immer wieder strittige Frage. In dieser Woche lief das sogenannte Rettungsprogramm für Griechenland aus. Im Kern war es ein Programm zur Umerziehung eines Landes, das anders funktioniert als etwa die hartwährungs- und wettbewerbsintensiven Exportländer wie Deutschland oder die Niederlande. Es ist klar, dass in Griechenland vieles nicht gut funktioniert oder gar nicht funktioniert und dass vieles anders und besser werden muss. Aber sollte die von der Europäischen Union geforderte Wettbewerbsfähigkeit wirklich dem griechischen Geschäftsmodell gerecht werden? Es ist heute durchaus die Frage, welche Pluralität an Geschäftsmodellen oder Entwicklungsmodellen Europa oder denn der Herrschaft einer gemeinsamen Währung noch zulassen will. Auch im nationalen Kontext ringen viele europäische Länder mit ihrer inneren Pluralität und Liberalität. So auch Griechenland. Es ist ein Land mit ausgeprägt antisemitischen Einstellungen, wie eine Studie zeigt, die wir vor 2 Jahren veröffentlicht haben. Jedoch scheint sich das allmählich zu ändern. Vor allem aufgrund der in den letzten Jahren intensivierten Beziehungen zu Israel, die zum sichtbaren Rückgang zumindest des anti-israelisch motivierten Antisemitismus in Politik und Presse beigetragen haben. Griechenland und Thessaloniki insbesondere sind auch durch hohe nationalistische Erregbarkeit gekennzeichnet. Das wurde zuletzt bei den Großdemonstrationen gegen die Einigung im Namensstreit mit dem nördlichen Nachbarland Mazedonien deutlich. Wie schwer es sein kann, in einer Stadt wie Thessaloniki andere als die gewohnten nationalen Erzählungen einer 2,5 Jahren währenden hellenischen Kontinuität öffentlich zu machen, haben meine Mitstreiter und ich beim Versuch erfahren, die ihnen allen bekannten Stolpersteine vor den ehemaligen Häusern deportierter und ermordeter Juden zu verlegen. Damit wollten wir die Erinnerung an die konkreten Menschen und die Erinnerung an das untergegangene Jerusalem des Balkans fördern. Stolpersteine wollen bekanntlich an den Holocaust nicht in den großen Gedenkstätten erinnern, sondern in der Nachbarschaft und vor den Häusern, die andere nach der Ermordung ihrer Eigentümer in Besitz genommen haben. Sie sind in der Tat anstößig, weil sie so nah sind, vor der Haustür sozusagen liegen. Mit unserer Stolpersteinaktion haben wir in Thessaloniki viel Unterstützung erfahren. Aber wir sind auch auf erheblichen Widerstand gestoßen und konnten schließlich den Stadtrat
nicht davon überzeugen, uns die Genehmigung für die Verlegung zu erteilen. So gibt es heute in Thessaloniki, von der 1943 etwa 50.000 Menschen jüdischen Glaubens, ein Viertel seiner Bevölkerung quasi, in den Tod deportiert wurden. Es gibt natürlich auch andere Gesichter der Stadt. Eines ist die Stadt der Solidarität und der Selbsthilfe. Viele Menschen der Stadt sind in der Krise ausgewandert. Andere haben viel Kraft zur Selbsthilfe aufgebracht, als die Sparpolitik des Europäischen Rettungsprogramms den ohnehin lückenhaften griechischen Sozialstaat nahezu kollabieren ließ und Hunderttausende Flüchtlinge in Thessaloniki an- und durchkamen. Über dieses Gesicht der Stadt wollen wir am kommenden Samstag um 16 Uhr in diesen Räumen im Rahmen der Europäischen Kulturtage mit zwei engagierten Salonikern sprechen. Heute aber steht die Erzählung vom untergegangenen Jerusalem des Balkans im Mittelpunkt. Für die Heinrich-Böll-Stiftung bedanke ich mich sehr herzlich für die tolle Zusammenarbeit mit der Direktorin des Museums Europäischer Kulturen, Frau Tietmeier, und der Kuratorin der Kulturtage, Frau Dr. Ziehe. Es war ein Vergnügen, mit Ihnen beiden zusammenzuarbeiten, und danke Ihnen vielmals. Sehr herzlich danken möchte ich auch Hilde Schramm vom Berliner Verein Respekt für Griechenland, der verschiedene praktische Solidaritätsprojekte in Griechenland auch durchführt. Hilde Schramm ist zur Vorbereitung unserer gemeinsamen heutigen Veranstaltung eigens nach Thessaloniki gereist, wo wir mit kundigen Menschen lange und intensive Gespräche über Erinnern, Vergessen und Verdrängen hatten. Diese Reise hat sie vielleicht auch dazu bewegt, dass Respekt für Griechenland, der Verein, ein Positionspapier zu der schwierigen und komplexen Frage der Entschädigung der nationalsozialistischen, jüdischen und nichtjüdischen Opfer erarbeitet hat, das Ihnen heute vorgestellt wird. Ich persönlich halte die dort formulierten Entschädigungsforderungen an die Bundesregierung für gut überlegt und begründet. Sie sind realistisch und angemessen, und daher hoffe ich, dass Sie die Politik der Bundesregierung beeinflussen können. Liebe Hilde, für dein Engagement und unsere wunderbare Zusammenarbeit, aus der ich auch vieles mitnehme, danke ich dir. Du übernimmst heute Abend die Moderation und sollst jetzt endlich auch das Wort bekommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.